Servus Leute, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator 21 und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute immer noch beim Bus-Simulator unterwegs, ja, und wollen natürlich die nächste Mission anschauen, die ihr unten rechts schon seht. Das heißt, die heißt nämlich Landwirtschaft, verbindet das Landwirtschafts- und das Industriegebiet. Besteht vier Teile. Mindestens 20% der Busse sind CNG-Busse. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt gucken, dass wir einen CNG-Bus kriegen. Wir haben drei Busse insgesamt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einen verkaufen und dafür einen CNG-Bus. Dann hätten wir nämlich 33% und dann würde das passen. Gucken wir mal gerade, ob wir einen CNG-Bus kriegen. 330.000 kostet der. Das heißt, das ist ein... Was ist denn das für ein Auto? Vekus Urban Ray. Okay. Dementsprechend muss ich jetzt schauen, dass ich jetzt schaue, mal eben auf meine Busse gehe. Damit wir den ersten Teil angehen. Wir haben drei Busse insgesamt. Fahrzeug wechseln. Warte mal. Dich würde ich ja gerne verkaufen. Warte mal, oder auch nicht. Die Frage ist, warte mal, wenn ich den jetzt verkaufe, abbreche. Fahrzeug wechseln. Nummer N. Cetra. Die sind alle irgendwo angebaut, ne? Ja, das ist egal. Dann verkaufe ich den jetzt hier. Ist ja jetzt sehr gesponsert, aber ist egal. Wir haben jetzt. Ich will den geben, da muss ich jetzt nochmal kaufen, extrem. Ja, wir machen es anders. Wir bauen uns jetzt. Warte mal. Was kostet der jetzt? CNG brauche ich. Kosten alle so viel, ne? Ich würde den gern kaufen. Aber kann ich nicht. Also, brauchen wir Zahltag? Erstmal. Wir fangen jetzt erstmal an mit der anderen Mission. Wir fahren jetzt erstmal nur diese Missionen hier, damit wir dann den Bus kaufen können. Das machen wir als letztes. Dementsprechend lösche ich diese rote hier. Hopp. Warte mal, ich gucke gerade, ob wir da irgendwas haben. 10 Euro Zahltag. Die kann ich ja auch löschen hier. Warte mal. 0 Euro Zahltag. 10.000. 5.000. Dann lösche ich diese Route noch hier. So. Neue Route erstellen. Was müssen wir aber jetzt bauen? Die Landwirtschaftszone und die Industriezone. Dementsprechend diese und hier unten die. Zum Heuschober. Nutrivor Forschungslabor. Zuckerfabrik. Kornstraße. Warte mal. Nutrivor Forschungslabor. Nee, wir machen es anders. Wir starten hier. Zuckerfabrik. Hier. Kornstraße. Hier. Landwirtschaftszentrum. Und gehen dann hier rüber. Wir kommen von da. Nee, ich wollte es auch machen können. Ich wollte eigentlich unten durch die Straße durch. Wir machen es anders. Wir müssen, der will es tatsächlich. Na gut, es wäre mal eine Möglichkeit, da oben durchzugehen. Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Zum Heuschober. Dann machen wir es anders. Wir müssen ja nicht insgesamt bauen. Wir müssen. Übernehmen. Gut erstellen. Das haben wir gleich, das Ding. Das heißt, Oakville und Siegwalden. Dementsprechend. Siegwalden. Fangen wir in Oakville an. Da. Realschule Siegwalden. Da. Realschule Siegwalden. Flusspromenade. Siegwalden, Oakville, Schoberground. Fischgrund.
Die Landwirtschaftszone. Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. So, Thema erledigt. Dementsprechend fahren wir die erste Route, die wir jetzt erstellt haben, mit der. Genau. Die drei hier. Plan auf einen Bus. So. Zuweise im Arbeit brauche ich nicht. Fahren. Hüpfen wir jetzt rüber. Fahren die drei. Jetzt fahren. Und sollen jetzt weiter kriegen. Ne? Wir brauchen jetzt Geld, 330.000. Und fährst du lieber selbst? Ich fahre übrigens immer selber, weil ich hätte das Geld. Danke. Kannst du mal bitte stehen bleiben? Also, du tust es ja gerade. Okay. Wir tun jetzt so, als hätten wir die erste Haltestelle schon gemacht. Wir fahren jetzt zur zweiten direkt rüber. Ich mache mal kurz eben die LED rein. Ja, das wird das Leute wissen, wo wir hinfahren. Ja, wir brauchen 330.000, weil wir müssen uns einen 10G-Bus verkaufen. Das heißt, wir werden den Weg Urban Way kaufen mit 330.000, haben aber momentan noch nicht das Geld dafür. Ich kann leider nicht von meiner anderen Firma das alles überweisen, weil da hätten wir das Geld zusammen, 6,5 Millionen haben wir da auf dem Konto. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Alles ist gut, wir sparen uns jetzt ein bisschen was zusammen. Wir brauchen ja eh einen Zahltag und hoffen, dass wir uns hinkriegen. Um diese Mission einfach abzuschließen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier ein, zwei Mal die Route fahren müssen, um die Aufgabe zu packen, die Aufgabe abzuschließen. Von daher. Aber alles ist gut. So, Haltestelle heißt zum Heuschober. Diese Landwirtschaftszone, warum auch immer das so viel ist. Ich hätte sagen können, ja, ich kaufe einfach alle meine Busse und kaufe da 10G-Bus, aber ist egal. Wir müssen sowieso nach und nach ein bisschen Kohle aufbauen. Ich bin ja bei meinem anderen Firma auch öfters mal ins Risiko gegangen. Wo ist denn keiner? Okay. Also mal kurz, ich gucke gerade, ob das hier. Schlafmütze. Da! Versteckt er sich. So, Tür zu. Ich wollte die Tür jetzt nicht aufmachen, nochmal. Aber ehrlich. Dann fahren wir raus. Ich werde es hier nach dieser Vormission sowieso die Aufnahme beenden, also die Aufnahme-Session beenden. Weil sich der Markus Marki schon gemeldet hat, der aus diversen anderen Projekten schon kennt. Und wir ein neues Projekt gemeinsam begehen wollen. Wer zumindest meine Playlist sieht, der weiß, warum es geht. Und wer zumindest die Videobeschreibung liest, der weiß auch, worum es geht, aber ist ansonsten, lasst euch überraschen, es wird die Tage kommen. Ich vermute, bei dieser Folge aus könnte es sogar sein, dass es schon soweit ist. Von daher, alles ist gut. Hallo. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier mit seinem
Jeep rüber ist. Ja, jetzt geht's los. Zum Heuschober ist die nächste Haltestelle. Na komm, lauf. Du hast zwei Beine, damit funktioniert's. So. Ja, wir müssen sowieso einen Zahltag hier auf einer Route hinkriegen. Das ist wahrscheinlich ist es diese hier. Das ist diese hier. Und dann fahren wir die letzte nochmal. Gucken, dass wir da auch noch unsere Zahltage hinkriegen. Wow, Geld. Das ist das. Alles kriegen wir hin. Ich habe meine nächste Haltestelle, wenn alles gut läuft. Eine Fahrkarte, bitte. Dass wir schon so früh einen CNG-Bus brauchen, danke. Die scheiße teuer sind. Die Zuckerfabrik. Die ist da vorne. Hallo, Katja hat wirklich was für jeden Anlass. Ich habe meinen Schlafanzug dort gekauft. Hat der gerade gesagt, hallo Katja? Ist das ein Abklatsch von der Hello Kitty? So, die Zuckerfabrik. Ich habe gar keine großen Sprünge machen können, was das Geld betrifft. Hallo! Oh nein, meine Wochenkarte ist letztes Wochenende abgelaufen. Hoffentlich bemerkt es niemand. Doch, wir brauchen Geld. Wir machen mal eine Kontrolle. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist die Fahrkartenkontrolle. Haha, erwischt. Oh, und nochmal erwischt. Tut mir leid, ich muss sie verloren. Na klar. Ich merke ja schon. Gehen wir heute Abend ins Kino? Moment. Was? Hier. Ach so, hier. Drohnen. Oh, noch einer. Ich hätte den Bus fast verpasst und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Ja, ja. Keiner. Ich hab sie doch schon. Keine Ausreden hier. Drei, vier Schwarzwacher in dieser Runde hier. Naja, die Bootsbauer Gasse. Finger weg, meine Runde. Oh, Alter. Oh, mal kurz. Das war nicht zu weit rüber gehen. Jetzt geht's rüber zum Richtung Hafen fast schon. Wir müssen sowieso jetzt wahrscheinlich ein paar Mal fahren, weil wir müssen ein bisschen sparen, wir brauchen ein bisschen Geld. Weil, wie gesagt, der 10 Gebers kostet 330.000, den brauchen wir nämlich, um die Mission abzuschließen. Und ich, wie gesagt, ich glaube, die sind scheiße teuer, die Dinger. 30.000 ist nicht ganz wenig, aber es wird schon. Wenn es schneller ginge, würde ich nur Bus fahren. Es geht so schnell, wie es möglich ist. So, letzte Haltestelle ist die Butzbauergasse. Ah ne, doch nicht, da kommt noch mehr. Kommt noch zwei Haltestellen. Ich habe euch alle kontrolliert, ihr Säcke. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Okay.
zu weit drüben fahren. Nicht, dass er wieder sagt, wir sind wieder auf der falschen Seite. Oder falsch in eine Einbahnstraße gefahren, heißt es ja hier. Hier haben wir die Bootsbauergasse. Zolltag. Kein Negativ. Oh, doch, ein Negativ. Ein schöner Tag. 7.900. Sind ich jetzt nicht. Jetzt fehlen noch 60.000. Also, wir werden zum Hammer fahren müssen. Sorry. So, Studenten. Morgen scheint die Sonne. Ich will einkaufen und ins Café. Ansonsten machen wir was anderes. Ansonsten verticken wir die zwei Busse, die wir noch haben. Kaufen erstmal den einen Bus und fahren dann nach und nach die Mission. Und wir sparen das Geld zusammen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist halt dann erstmal so, dass wir sagen, wir haben nur einen Bus, aber nach und nach geht es nicht mehr auf sich werden. Oh, ist meine Fahrkarte noch gültig? Oder wir werden einen Bus verkaufen, weil wir brauchen ja, wie gesagt, 330.000. Genau, immer so machen wir es dann. Wir werden einen Bus verkaufen noch zusätzlich und dann den CNG-Bus kaufen. Haben wir erstmal nur zwei Busse, die haben wir jetzt auch. Oh, ich hasse das. Cheffe! Mein Gott. So, der Vorrang jetzt, alles ist durch. Ich habe schon gesehen, dass da noch einer durchgeschossen kommt. So, die Bootsbauergasse hier. Ist hier rechts auf der Seite. Da kann man auch diese Folge schon tatsächlich die Mission abschließen. Und dann uns so langsam schon wieder Richtung nächste Mission begeben. Also, das wird jetzt nach und nach werden. Statt jetzt haben wir soweit alle Folgen eine Mission. Wiedersehen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Du brauchst mehrere Fahrkarten, alles klar. So, letzte Stelle ist die Kläranlage. Dann haben wir es geschafft. Sie sind sicher, dass Sie Ihre Tochter Claire nennen wollen, Frau Anlage? So. Dann haben wir es doch schon wieder fast. Da ist die alte Stelle. An. Ja, hier heißt sie Wasser. Hier heißt sie Wasser aufbereitet. Anlage. Es ist aber eigentlich die Kläranlage. So, ist egal. Jacke wie Hose ist dasselbe wie in Grün. Tschüss. Ciao, ciao. Adios. Bye, bye. So, dann haben wir das auch. Und jetzt müssen wir tatsächlich gucken, dass wir nochmal zum Dings können. Dann hüpfen wir mal ganz kurz rüber zur Schnellreise. So. Die Route haben wir mit 93, fast 94% geschafft. Ich guck mal gerade, was wir so haben. 277.000. So, Fahrzeug wechseln. Müssen wir sogar schon den Setra verkaufen. Jetzt haben wir 24.000. Ja, jetzt kaufen wir. Und jetzt kaufen wir den 10G, der sogar schon uns bereitsteht. Und den werden wir tatsächlich diese Folge kaufen und dann die Mission abschließen. Und dann haben wir es. Bisschen Reserve noch, wenn wir nach und nach die Routen fahren. Jo. Und damit ist die Aufgabe geschafft. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen.
Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Ja, zum Abschluss der Folge fahren wir nochmal einen schönen Fußgänger. Das ist natürlich teuer. 145.000, aber jetzt kann man. Wir werden jetzt auch mal was anderes machen jetzt. Ich werde tatsächlich doch nochmal einen Bus kaufen. Wir haben einen Bonus gekriegt, nämlich. Und für den Bonus werde ich mir nochmal einen Bus kaufen. Der hier bleibt jetzt erstmal stehen. Ich werde nochmal einen Bus kaufen müssen. Ja, bitte. Da hätte man den sich da und zurück kaufen. Die wir ja schon eben vertickt haben. Warum auch immer du jetzt das nochmal machst. Aber den Zitaro werden wir. Den Iveco werden wir in der nächsten Folge fahren. Ich werde jetzt natürlich jedes Mal hier den kaufen. Jo. So. Route 5. Du sollst planen. Das heißt, du wirst den Mercedes Citaro Car fahren. Ja, ja, alles gut. Hast du den schon? Das ist gar kein Fahrzeug. Ja, ist egal. Komm, egal. Passt schon. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Mission Ich mag Züge. Die da heißt, binde den Hauptbahnhof in dein Streckennetz ein. Und das sehen wir uns dann, ja, wie gesagt, in der nächsten Folge an. Und da freue ich mich drauf. Bis dahin. Tschüss, beim Bus-Simulator 21.